Moin Jungs, Ace back und willkommen zur 553. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir angefangen, hier unten die Verkleidung zu setzen aus Deep Slate. Ist auch ganz cool geworden, wie ich finde. Eventuell müssen wir hier nochmal was machen, damit dieser Holzpfeiler ein bisschen mehr raussticht, weil das ist halt alles sehr flach gerade. Und vielleicht auch noch irgendwas an den Eckpfeilern. Das werden wir aber alles noch sehen in Zukunft. Wir sind hier auch noch nicht fertig, also von daher müssen wir da eh noch ein bisschen was machen. Und auch hier zum Beispiel, das finde ich, sieht auch scheiße aus. Wenn man hier so eine Leiter quasi hat. Und tatsächlich finde ich den da dann auch nicht so geil, weil dann haben wir hier so so eine Leiter. So eine Welle. Und wo ich gerade dieses Whip gemacht habe, das hat mich an Chopper erinnert. Aus Star Wars Rebels. So ein Roboter, so wie R2-D2. Ich finde den total cool. Ich finde den. Erstens sieht der cool aus. Also ich glaube. Es gibt im Disney World, gibt es sowas, wo du dir deinen eigenen kleinen Druiden zusammenbauen kannst. Da ist so ein Fließband, wo die ganzen Teile sind. Und dann habt ihr gesehen, wie gut meine Reflexe sind und ich das noch ganz schnell abgebrochen habe, das abzubauen. Da ist so ein Fließband, da sind die ganzen Teile, wie du dir dann deinen eigenen machen kannst. Dann kannst du einen BB-8, dann kannst du einen R2-D2 und so weiter, kannst du dir dann machen, dann kannst du den so fernsteuern. Und ich glaube, wenn ich da irgendwann mal hoffentlich hinfliege, ich hätte da so Bock drauf, erstens, auch mit einem Laserschwert machen und egal. Jetzt habe ich übel Bock nach L.A. Mein Gott, warum musste ich das jetzt ansprechen? Egal. Wenn ich mir das irgendwann mal machen sollte, so ein Viech, wird der, glaube ich, ziemlich ähnlich aussehen wie dieser Chopper. Weil dieser Chopper sieht echt cool aus, finde ich. Und ja. Das war eigentlich schon alles. Also das wollte ich euch kurz erzählen. Ich habe tatsächlich keine Wahl. Doch, ich habe eine Wahl. Die geht so. Shift drücken ist auch immer eine Strategie, über die es sich lohnt nachzudenken. In solche Situationen. Dann machen wir hier nochmal so hin. Dann machen wir hier nochmal so. Dann machen wir den nochmal weg. Und dann machen wir den hierher. Dann machen wir den so. Okay. Cool. Wand soweit fertig. Man könnte hier halt einfach was relativ Leichtes mit Stairs machen. Vielleicht. Gucken wir mal. Wir werden jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiterziehen, damit wir das einfach schon mal hinkriegen, weil ich möchte halt langsam aber sicher wirklich mal fertig werden mit dem Bums hier. Am besten bevor ich aus dem Urlaub wiederkomme und ich bin in der dritten von 4 Folgen und ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, vor allem wenn ich hier so lange rumstehe und nichts mache. Deswegen nehme ich jetzt mal die Hände in die Hand und fange an. Warte mal, ich mach mal hier so und dann so. Weil dann kann ich hier den wieder hinsetzen. Dann haben wir hier nicht wieder so ein Dreieck. Mache ich hier so hin. Und dann mache ich hier so hin. Ist auch ein wilder Satz eigentlich. Wenn man mal drüber nachdenkt. Aber wir denken mal lieber nicht drüber nach. Und dann geht's. So. Hier einfach mal ein Doppel hin. Einfach mal so einen hin. Ein Doppel hin. Den hin. Den hin. Den hin. Wunderschön. Und streng genommen müssen wir jetzt auch schon nach oben. Ich weiß noch nicht, wie groß wird das. Machen wir das. Gehen wir diese Form weiter? Was ich nicht glaube. Machen wir hier ein anderes Dach drauf. Und wenn ja, wie machen wir das Ding hier zu? Das sind halt alles noch Fragen, die wir nicht geklärt haben und wo ich auch keine Ahnung hätte, wie wir die klären wollen. Deswegen. Schwierig, sage ich mal so. Sehr schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Problem wird jetzt erstmal sein, kein Deep Slate mehr. Also was heißt, es ist kein Problem. Es ist nur eine minor Inconvenience. So. Weil jetzt muss ich mir irgendwo eine Fackel organisieren, die ich nicht haben werde. Ja, genau. Wunderschön, danke dir, Digga. Und dann muss ich... Wo könnte ich denn Fackeln oder Kohle haben? Das kann doch nicht sein, dass ich nirgendwo sowas hab. Es sind 550 Folgen in dieser Welt und ich habe keine Kohle oder was. Doch ein Witz. Hier ist auch nichts drin.
Warte mal, ich gehe mal eben hier pennen. Was soll it? Hier habe ich einmal versucht, die Zeit zu stellen, aber ich bin ein bisschen blöd. Hat nicht so ganz geklappt. Weißt du was, ist mir jetzt egal. Wenn wir da unten wenig sehen, dann sehen wir da unten wenig. Dann ist es halt so. Rein in die Olga. Und diesmal mit der richtigen Spitzhacke direkt abbauen. Oh, hallo Zombie. Was geht? Du Assi. Oh. Ja, okay, ich verstehe. Eventuell wäre Licht doch angebracht. Oder wir sind einfach ganz vorsichtig. Wenn ich irgendwas höre, drehe ich mich schnell um und gebe denen aufs Maul. Und dann sollte es auch gehen. Oder wir finden irgendwo so eine Lava-Pocket. Das wäre big. Bezweifle ich zwar gerade, weil die findet man nie. Aber Redstone gibt doch auch Licht ab, oder? Also klar, wegen dem Shader auch. Aber ich glaube, Redstone an sich gibt auch schon was ab. Bedeutet, hier ist dann vielleicht Licht Level 1 dadurch, zumindest auf ein paar Blöcken. Und in der 1.18 spawnen die dann ja schon nicht mehr. Das wäre natürlich super praktisch. Deswegen hoffe ich mal, dass es funktioniert. Ich habe euch bei einer der letzten Folgen, die ich gestern aufgenommen habe, also 49 oder 50 oder so, habe ich euch von meiner momentan kleinen Star Citizen Sucht ja erzählt. Und dieses Spiel, ich habe es gestern schon gesagt, macht es einem unfassbar schwer, es zu mögen. Weil da sind so viele Bugs, die so unfassbar komisch auftreten, wo du dir so denkst, wie kann das passieren? Die dir halt einfach den Spielspaß rauben. Weil zum Beispiel, ich habe gestern eine Mission gemacht, wo ich Pakete abholen musste und die dann irgendwo hinbringen musste. Und dann hatte ich das letzte Paket eingesammelt, bevor ich die wegbringe. Und hatte das in der Hand, bin gelaufen, war dann auf so einem Planeten mit wenig Schwerkraft oder so Mond, keine Ahnung. Und damit konnte man halt weit springen. Und ich habe mir gedacht, das geht schneller als laufen, logischerweise. Weil du kannst mit einem Paket kannst halt nur so gehen. Also du kannst nur so gehen. Und ohne kannst du halt sprinten. Und dann habe ich gedacht, dann springe ich einfach. Und dann war da so eine Lampe. Einfach so eine Stablampe, die da halt so stand. Damit man in der Umgebung was gesehen hat. Da bin ich gegen gesprungen. Aus Versehen. Was ja an sich nicht schlimm wäre, dann müsstest du halt nochmal, dann würdest du halt stehen bleiben, aufgehalten werden und müsstest halt drumherum laufen. Das Problem war, von dieser Lampe wurde ich zurückgejietet. Zurück gegen das Gebäude, wo ich gerade herkam, wo ich das Paket aufgesammelt habe, mit so einer Wucht, dass ich instant tot war. Und meine Pakete logischerweise weg waren und auch sonst eigentlich alles, was ich quasi dabei hatte. Das war nicht so schön, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Das fand ich ziemlich störend, tatsächlich. Und dann waren die Pakete tatsächlich noch an der Unfallstelle, nenne ich es mal. Die lagen da noch. Kobbelt, 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 kobbelt. Perfekt. Die lagen da noch. Dann wollte ich da wieder hinfliegen. Nehme also mein Schiff. Das dauert 6 Minuten, weil es ja auch woanders war, bis man es dann wiederkriegt. Blablabla, okay. Ich habe dabei halt eh irgendwas geguckt. Flieg wieder zu dem Planeten. War noch so, weiß nicht, so 3-4 Minuten vielleicht vom Flug her weg. Nee, nicht mal. Auf jeden Fall etwas weniger. Und dann auf einmal, ich bin vielleicht in der oberen Atmosphäre von dem Mond. Auf einmal, bumm. Mein komplettes Schiff explodiert, als hätte ich gerade den Boden getroffen. Nur, dass da nicht der Boden war. Ich war noch irgendwie 4000 Meter über der Oberfläche, weil das wird einem extra angezeigt. Nur scheinbar war ich im Boden. So, what the fuck? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Und dann war nicht nur alles, was ich in meinem Schiff hatte, weg, weil das Schiff hat halt auch ein Inventar. Sondern halt auch alles, was ich sonst irgendwie an mir hatte, war weg. Und die Paketmission war auch weg und die Pakete waren weg. Das heißt, auch die Zeit, die ich da bisher reingesteckt hatte, war halt auch für den Arsch.
Und dann fiel halt eventuell durch Zufall mal der eine Finger auf Alt und der andere Finger auf F4. Und dann habe ich erstmal was anderes gemacht, weil da war ich dann so tilted von, wie ihr euch vorstellen könnt wahrscheinlich, dass ich gesagt habe, weißt du was, jetzt erstmal nicht. So, aber wie ich euch ja schon gesagt habe, ich habe so Bock einfach dieses Spiel im Moment zu zocken. Ich habe halt wirklich kurze Zeit später wieder angefangen. Ich denke auch gefühlt die ganze Zeit an dieses Spiel. Auch jetzt gerade denke ich dran, dass ich gleich nach der Aufnahme das zocken werde. Weil ich da so Bock drauf habe. Das ist total komisch. Vor allem, ich spiele das auch stundenlang und ich krieg nichts auf die Kette. Also ich mache da nichts Produktives. Ich fliege da einfach nur dumm durch die Gegend. Und that's it. Das ist total verwirrend. So, und jetzt werdet ihr mal richtig Speed sehen. Weil wir das hier mal fertig kriegen müssen. Bedeutet, wir machen das jetzt einfach ohne Kompromisse ganz schnell. Fertig. Fertig ist die Wand. Ich bezweifle eventuell, dass wir das diese Folge komplett noch schaffen. Aber ich werde es versuchen. Zack. Und zack. So. Nee. Machen wir den hier hin. Und ich werde versuchen, nochmal so eine kleine Challenge für mich obendrauf. Ich werde versuchen, dabei auch noch irgendwie was halbwegs Interessantes zu erzählen. Und mich nicht komplett drauf zu fokussieren, dass ich hier richtig baue. Aber ihr seht jetzt schon, wie es funktioniert. Nämlich nicht. Ups. Da, so. Und hier hoch. Machen wir den einfach zwei, was soll's. So. So und so. Und so. 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 Ich den 2 hoch. Den da drauf. Den da drauf. Dann den da drauf. Ne, den nicht. Der wäre ja falsch. Ich den auch 2 hoch, was soll's. Mach nochmal so, mach nochmal so, mach nochmal so. Zack. Zack. Und die Wand ist fertig. Guck mal, geht doch ganz schnell. Ich weiß gar nicht, womit ich mich hier so anstelle. Da waren jetzt vielleicht 1,5 Minuten für die beiden Wände. Vorher brauche ich gefühlt 3 Stunden für eine Wand. Aber natürlich, wenn man es schon mal gemacht hat, geht es danach immer schneller und besser. Das könnt ihr euch für verschiedenste Lebenslagen merken. Will ja hier auch ich habe ja auch einen kleinen Bildungsauftrag zumindest. Auch wenn ich den nicht unbedingt immer wahrnehme. So. Machen wir einfach ungehemmt weiter. So wie wir gerade es auch schon getan hatten. Hm, ja, ist okay. Hier. 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 Ne, den machen wir nochmal weg. Ich will halt trotzdem gucken, dass wir nicht zu viele hässliche Muster da reinkriegen. Das wäre mir halt trotzdem immer noch sehr wichtig. Deswegen Gucke Mama. Ja, moin. Bin auch nicht mehr zu retten. Zack. 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 Zack, zack. Das ist so ein spannendes Commentary, seid ehrlich. Zack, 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 zack. Zack, fertig. War doch ganz leicht. Ihr stellt euch aber auch an. Guck mal, diese Folge noch geschafft. Jetzt muss da natürlich noch ein Dach drauf und so weiter. Aber ganz im Ernst,
Das sind ja nur noch Peanuts. Von daher sehe ich da kein großes Problem. Machen wir zwei hiervon. Und dann gucken wir mal, dass wir die Ecken noch ein bisschen schön kriegen. So. Dann machen wir das hier auch. So. Hier wollten wir eh noch ein bisschen Platz machen. Können wir das auch jetzt machen. Was ich lange nicht gesehen habe, tatsächlich, fällt mir gerade auf hier in Minecraft, in unserer Welt, sind Villager. Die habe ich Jahre nicht gesehen. Haben wir dieses Jahr schon einen Pillager-Besuch? Ich glaube nicht. Ich glaube legit nicht. Sonst hatten wir die gefühlt einmal im Monat. Ich meine, die können ja auch nichts, deswegen das ist hier, ich will jetzt nicht unbedingt diese Challenge haben, weil es halt keine ist. Aber so ein bisschen Besuch wäre doch auch mal wieder was Feines. So, wenn ich jetzt ganz clever wäre, ne, würde ich die ganze Erde, die hier jetzt ist, schon nutzen. Und würde direkt in der nächsten Folge, okay, das mache ich auch. Gut, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und ich muss mich beeilen, damit das hier alles hier wieder grün wird, weil das muss ich jetzt ganz schnell mit Core Dirt umranden und dann ist gut. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner...